kommt jetzt von der BVV Friedrichshain-Kreuzberg. Eine drogenpolitische Sprecherin, beziehungsweise Gesundheits- und drogenpolitische Sprecherin von der Partei Die Linke. Ein Applaus für Barbara Seid. Ja, schönen Dank. Das ist ganz schön schwierig, nach so einer heißen Musik hier eine Rede zu halten. Ich hoffe, ihr hört mir trotzdem ein kleines Stückchen zu. Es hilft nichts, wenn ich anfange zu tanzen, weil dann wird es hier leer. Ich kann weder singen noch tanzen, also muss ich es aufs Reden beschränken. Ich werde das Mikrofon näher halten. Meine Funktion heute hier sehe ich darin, dass ich ein Stück weit Rechenschaft ablegen muss über das, was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Wir waren hier in Berlin in Regierungsverantwortung und ich finde, ihr habt auch das Recht dazu, zu wissen nochmal, was wir denn nicht nur in unserem Wahlprogramm geschrieben haben, sondern was wir auch umgesetzt haben davon und ob wir überhaupt was umgesetzt haben. Vorneweg, wir haben keinen leichten Start gehabt. 10 Jahre waren die Grünen im Bund in Regierungsverantwortung und bedauerlicherweise haben sie überhaupt nichts getan, um hier ein Stück weit eine bessere Drogenpolitik, eine konstruktive Drogenpolitik zu machen. Das ist sehr bedauerlich. Das macht uns das Regieren dann in Berlin natürlich auch schwierig, weil Bundesgesetze immer noch ein Stück weit mehr gelten als das, was das Land dann sich überlegt. Gut, aber nichtsdestotrotz, seit 2004 haben wir dann eingeführt in Berlin, dass man 15 Gramm ohne, mit sich rumtragen kann an Cannabis, ohne dass hier irgendwelche Sanktionen zu kommen haben. Das Ganze ist auf 30 Gramm erhöht worden für diejenigen, also hier kann eingestellt werden, muss aber nicht. Ich finde, das ist schon eine tolle Sache, die wir da hingekriegt haben. Das Problem ist allerdings, das ist nichts für die Zukunft und wir sind ständig in Verhandlungen mit der Polizei und mit der Justiz. Die wollen das alle wieder runterschrauben, weil das ist etwas, was berlinweit einmalig ist und nicht vergleichbar mit den anderen Bundesländern. Also, sprich, das Ganze wird noch ein bisschen problematisch werden, wenn die Regierung dann doch ein bisschen anders aussieht, als sie jetzt aussieht. Wir haben ja einiges gehört heute auf der Demo auch schon, was Frau Künast meint zu der Thematik. Also ich sehe es nicht ganz so rosig, wir können es leider nicht so festklopfen, wie wir es gerne gemacht hätten. Eine andere Regierung könnte da durchaus andere Prioritäten dann wieder setzen, sage ich das kurz. So, was wir noch gemacht haben, wir haben in Berlin Drogenkonsumräume eingerichtet, das ist uns geglückt. Wir hatten nur das Pech, dass am Campuser Tor leider grüne Funktionsträger dann eingezogen sind, mit dem Ergebnis, dass die dann gleich mal ihr bürgerliches Wählerklientel aufgerufen haben und dann für einen sauberen Kotti sorgen wollten, mit dem Ergebnis, dass dort leider der Drogenkonsumraum geschlossen werden musste. Ich sage jetzt an dieser Stelle nicht, wo wir noch andere Drogenkonsumräume haben, für den Fall, dass es dann noch weitergetragen wird. Also es gibt noch Drogenkonsumräume und wir sind auch weiter am Arbeiten. Ergebnis ist halt leider, dass wir den einen jetzt da nicht mehr so ganz haben. Die Drogenszene wurde leider vertrieben zum Hermannplatz hin. Dort bekanntermaßen hat dann die SPD, Buschkowski, dann für einen sauberen Hermannplatz gesorgt und ist da auch dabei, alles klar Schiff zu machen und hier wieder Zucht und Ordnung einkehren zu lassen. Im Übrigen unter dem Beifall von den Grünen in Kreuzberg, die das im Gesundheitsausschuss dann doch befürwortet haben. Leider. So, was haben wir noch gemacht? Wir kommen jetzt langsam am Schluss von der Legislaturperiode. Wir haben gemeinsam mit der Drug-Checking-Initiative eine Fachveranstaltung gemacht, denn, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt hier auf der Hanfparade, jeder will wissen, was in seinem Stoff drin ist, den er hat. Also Drug-Checking müsste gemacht werden, sind große Probleme von der Bundesregierung noch, aber die Fachtagung, die wir gemacht haben, wo wir eingeladen haben, Polizei und Justiz, die auch gekommen sind, hoffen wir,
dass das in der nächsten Legislaturperiode dann über die Runde gehen kann. Es ist soweit, dass es in der Schublade drin ist. Die Grünen haben da übrigens den Wind davon bekommen, dass wir das vorhaben. Haben gleich gesagt, halt, wir wollen auch mitspielen. Haben wir gesagt, dürft ihr mitspielen, mit uns dürfen alle mitspielen, die das auch, die unsere Interessen mitvertreten. Und haben dann ihrem Antrag dann noch zugestimmt, sodass wir also auch die Grünen mit im Boot haben, dass Drug-Checking in der nächsten Legislaturperiode kommen kann. Es sei denn, die Parteien entscheiden sich dann wieder ein Stück weit anders. Aber bitte denkt dann dran, die fertigen Papiere sind in der Schublade, die müssen nur rausgeholt werden. Und von der Linken darf man abschreiben. Also bitte schön, erinnert sie dran, sie sollen das aus der Schublade ziehen, dass Drug-Checking in der nächsten Legislaturperiode durchgeführt werden kann. Als letzten Punkt, den wir haben für die in unserem Wahlprogramm, was ich hier noch sagen wollte, ist künftig, wir möchten gerne, dass in Berlin Coffeeshops eingeführt werden. Das ist etwas, was natürlich auch schwierig sein wird, weil wir von der Bundesebene kein grünes Licht haben. Es wird nicht einfach werden. Ich hoffe aber, bin ganz zuversichtlich, dass wir das trotzdem durchkriegen können, die Coffeeshops. Denn ich ende einfach mit den Worten, wie wir das immer machen. Jeder hat das Recht auf seinen Rausch und deshalb, wir brauchen unsere Coffeeshops. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und feiert noch schön. Genau, sind wir fein bei uns. Vielen Dank, Barbara Said.